Servus miteinander, ich bin Sam und wir gucken uns heute mal an, wie wir Mods von Waffen entfernen können, beziehungsweise Mods bekommen, die über unser Level hinausgehen. Also wenn ich ein Level 3 brauche, um meine Mod zu bauen, es aber nicht kann, kann ich es von einer Waffe runterholen. Hahaha, witzig. Runterholen. So, genug gelacht. Ja, nehmen wir das Ding oder ja, nehmen wir das Ding. Also, die hat jetzt drauf einen kalibrierten Verschluss. Und die Mod will ich haben. Diese Mod kostet in der Herstellung 2 Kleber, 2 Schrauben, 4 Stahl, 2 Zahnräder und 2 Öl. Das Standardverschluss, eine Schraube, 2 Stahl, ein Zahnrad, 2 Öl. Ich hau einfach einen Standardverschluss obendrauf, anfertigen. Und somit ist die Mod jetzt in mein Inventar gegangen. Und ich kann sie woanders wieder draufklatschen. So, was haben wir hier noch? Kurzer perforierter Lauf. Waffenfreak Rang 1. Moment, vielleicht hat das Ding ja noch was Schönes. Auch Rang 1. Standard. Standard. Kompensator. Auch Rang 1. Ah. Oh, zum Beispiel hier. Keine Mündungsbremse. Benötigen wir gar nichts. Wir gehen einfach da drauf und schon haben wir eine Mündungsbremse bekommen. Und so können wir die ganze Waffe auseinandernehmen. Stummellauf kostet einen Stahl, eine Schraube. Zack. Und schon haben wir drei Mods aus diesem Ding bekommen. Scharfschützenkolben. Wir gehen einfach auf Standard. Zack. Und schon haben wir einen Scharfschützenkolben. So, was haben wir hier noch? Standard, Standard, Standard. Keine Mündungsbremse. Okay. So, wir verlassen das Ganze jetzt. Gehen kurz in unser Inventar. So, Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, diverses. Ah, da sind die Mods. Improgewehr Kompensator, Improgewehr Scharfschützengriff, Improgewehr kalibrierter Verschluss, Improgewehr kurzer perforierter Lauf. Damit ich das nächste Mal Zugriff darauf habe und nicht Neues gebaut wird, transferiere ich das Ganze jetzt einfach in meine Werkbank. Zack, 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 zack und fertig. Und schon habe ich die Mods in meiner Werkbank. Und das nächste Mal, wenn ich irgendwas bauen will und mein Level reicht dazu nicht aus, kann ich hier drauf zugreifen. Es wird automatisch dann als vorhanden angezeigt, wenn ihr hier etwas herstellt. Das wär's. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Das war's von mir. Ciao, ciao.